Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Viele Pflanzen und Tiere, die von unseren Grosseltern und Urgrosseltern noch kennt und genutzt wurden, sind heute vom Aussterben bedroht. Die Stiftung Pro Specie Rara hat sich zum Ziel gesetzt, die natürliche Vielfalt zu erhalten, die Zucht von vergessenen Haustierrassen und den Anbau von traditionellen Garten- und Ackerpflanzen zu fördern. GOP unterstützt Pro Specie Rara seit 1999 und hat mit Erfolg verschiedene von diesen gefährdeten Gemüsesorten wieder zurück in die Läden gebracht. Ich habe mal die farbigen Hörnäpfel ausprobiert. Tomaten hatte ich schon, spezielle, dann Herdöpfel-Violette. Ja, das ist einmal, hat mehr Geschmack, ein bisschen kräftiger. So mehr nach Erde oder so. Der Name sagt mir nichts, aber die farbigen Gemüse und Herdöpfel und so, das habe ich schon gesehen. Auch im Herbst kann man bei GOP alte Gemüsesorten neu entdecken. Und das in Bioqualität. Die Gioccia-Rande ist besonders zart und darum auch rohe Genuss. Wir essen geschnetzelt im Salat und wegen dem hübschen Streifenmuster ist sie zum Beispiel ideal als Rande Carpaccio. Die köttige Rüebli und die Jean Long de Doux hingegen sollte man nur gekocht geniessen. Erst dann kommt ihr intensiv typisch Rüebli-Geschmack so richtig zur Geltung. Und auch die blauen Schweden sind wieder da. Die vielseitigen Herdöpfel mit ihrem feinen Fleisch erwartet ebenfalls darauf, dass man sie möglichst dekorativ in Szene setzt. Für das haben wir unseren Spezialist, der Armin Amrain. Er ist Küchenchef im Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock. Die blauen Herdöpfel sind tatsächlich eine Abwechslung und auch ein Genuss fürs Auge. Grüezi miteinander. Ich serviere zum Beispiel ein Thunfisch-Tartar im Herdöpfeltürmli oder eine kalte Herdöpfellauchsuppe mit blauen Herdöpfelperlen. Was auch immer sehr gut ankommt, ist ein Fischfilet mit blauen Herdöpfelschuppen zubereitet. Auch zum Raclette sind die blauen Herdöpfel eine beliebte Beilage. Danke, Armin. Ein spezielles Raclette-Rezept mit blauen Herdöpfeln findet ihr jetzt übrigens in eurem GOP-Laden, gerade beim Eingang. Neu von Pro Specie Rara kann man jetzt auch sehr schmackhafte Petersilienwurzeln, Sellerieknollen und Herbstwirsing für Suppe entdecken. Alles alte Sorten mit unverwechselbarem Geschmack. Für GOP ist die Nachhaltigkeit eine Verpflichtung. Neben den ökonomischen werden im Handel auch die ökologischen und die sozialen Aspekte mit einbezogen. Mit den Kompetenzmarken Naturaplan, Naturalein, Ökoplan und Max Havelaar engagiert sich GOP seit mehr als 10 Jahren für umweltschonend, tierfreundlich und sozial verträglich hergestellte Produkte. Ihr selber habt mit dem Kauf von diesen Produkten GOP zum Marktleader und daraus eine nachhaltige Erfolgsgeschichte gemacht. Mit dem ersten Nachhaltigkeitsbericht legt GOP Rechenschaft ab, wie die Verantwortung gegenüber Mitgliedern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Den Nachhaltigkeitsbericht kann man jetzt bestellen unter folgender Adresse: GOP Infoservice, Postfach 2550, 4002 Basel. Köstlichkeiten aus Frankreich sind zurzeit bei GOP hoch im Kurs. Mit bekannten Marken und einzigartigen Frischprodukten aus dem Land der Gourmets kann man jetzt auch bei uns schlemmen und geniessen wie Gott in Frankreich. Klassische Rezepte von Betty Bossi mit Klinggarantie. Und viele Aktionen findet ihr im Frankreich-Magazin Bon Appetit. Das war es für heute. In der Woche haben wir Neuigkeiten für alle die, die nächstens Winterreifen anschaffen müssen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen miteinander. Und hier noch unsere Wochenendknaller super frisch, super günstig. 50% günstiger sind Mandarinen. 45% günstiger ist Hackfleisch. Und 50% günstiger sind Coop Naturaplan Cervela. Heute zählt doch einfach, was bezahlt.